16 Todesurteile in einem Prozess, der Bangladesch erschüttert hat. Im April wurde die 19-jährige Nusrat Jahan Rafi auf dem Dach einer Koranschule gefesselt, mit Kerosin übergossen und in Brand gesteckt. Sie hatte dem Leiter der Einrichtung sexuelle Belästigung vorgeworfen und ihn bei der Polizei angezeigt. Weil sie sich weigerte, die Anzeige wieder zurückzuziehen, wurde sie offenbar auf Anweisung des Direktors in den tödlichen Hinterhalt gelockt. Die Täter, darunter auch Mitschüler des Opfers, wollten den Vorfall wie eine Selbsttötung aussehen lassen. Rafi konnte sich befreien, erlitt aber Verbrennungen an 80% ihres Körpers und starb 5 Tage später im Krankenhaus. In der Hauptstadt Dhaka gab es nach dem Mord tagelange Proteste. Premierministerin Sheikh Hasina versprach, dass alle Täter zur Rechenschaft gezogen würden. Die Verurteilten wollen jetzt in Berufung gehen. Rafis Angehörige verlangen indes eine schnelle Vollstreckung der Strafen.